Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Mario Party 5 Partymodus Shine HD von den Yoshi's Tendosa. Wir haben den letzten Part hier aufgehört und haben noch die letzten 4-3 Runden. So. Und ich wollte natürlich euch noch was erzählen. Und zwar, jeder von euch hat ja schon mal gelost. Und habt ihr schon mal irgendwas Wichtiges in euren Leben gezogen beim Losen? Wisst ihr, was ich damals gelost habe? Also, was für ein Los? Ich einmal hatte ein freier Auswahllos. Ja, Leute. Was habt ihr schon mal so bekommen? Auch schon mal so was gehabt wie ein freier Auswahllos oder sowas. Obwohl heutzutage gibt es aber noch. Heutzutage muss man Karten sammeln, Städte sammeln. Ja. Was gibt's noch? Ja, Punkte. Einfach so mit Punkten gibt es heutzutage nur noch selten, finde ich. Obwohl ja doch, ne, nee, man kann sie halt extra sammeln holen. Oh, das ist gut hier. Oder letztens auf der Kirmes hatte ich einen Sonderpreis losgewonnen. Damit habe ich mir dann eine Donkey Kong Figur geholt. Ne, eine Diddy Kong Figur, so was. Oh, können wir uns einen Stern klauen. Von Daisy. Ne, Leute. Ich möchte gerne mal wissen, was habt ihr schon mal so gelost? Was war euer bester Gewinn oder sowas? Und freie Auswahllust hatte ich mir damals als Kind einen SpongeBob ausgesucht, den man die Hose ausziehen konnte und die Hose natürlich anhatte. Der war in orange, orange Hose, noch in anderen Farben. Ich wollte blau haben, aber blau gab es nicht. Und ja, der hat damals nochmal 4000 Sterne gekostet. 4000 Punkte gekostet. Und ja. Einfach Wahnsinn. Da hatte ich damals so ein Glück, dann findest du nie wieder am Leben. Wartet, Leben, habt ihr euch schon mal dran überlegt beim Leben? Glaubt ihr, was passiert nach dem Tod? Da weiß auch keiner von uns. Ich meine, bist du dann ein Geist? Kannst du dann durch Häuser, durch Wände gehen? Oder lebst du noch? Oder was passiert dann? Ist einfach nur puff weg? Oder wie ist das, wenn man tot ist? Ist es schön, ist es schlimm? Gibt es Himmel oder Hölle? Man sagt es sich ja immer. Aber gibt es das? Man weiß es nicht. So, und langsam geht mir die Stimme weg. Da teile ich euch jetzt leider nicht mehr über sowas reden. Und wie gesagt, wenn euch das gestört habt, ich kann auch gerne das nächste Brett normal sprechen. Und wer auf Wunsch will, diesen Traum komplett löschen, die ganzen Parts hier, und dann normal machen, dann würde ich sogar echt für euch tun. Denn ihr wisst ja, Abonnenten sind wichtig. Es geht ja nicht nur darauf, was der Kanalinhaber will, sondern auch halt, was die Abonnenten wollen, ne? So, Mario, oh Gott, das kriegen wir nie im Leben hin. Daisy ist dran. Ah ja. Ach Leute, ich kann das Spiel gar nicht. Nein, ich kann das nicht. Nehmen wir mal 20 Meter, ich bin so schlecht. Aber Leute, hatte schon mal jemand von euch... Nee, warte mal. Ich sag mal so, hat jemand von euch die Party, hat schon mal jemand geschafft, bei dem Spiel da mit der Liane nach hinten zu fliegen? Kann man zwar ganz leicht machen, aber macht irgendwie Spaß. Entsteht da sowas wie minus 24 Meter oder sowas? Keine Ahnung. So, weiter geht's. Ist ja auch schon gleich Ende hier wieder. Ja, was habt ihr schon mal so im Spiel geschafft? Was habt ihr schon mal besonders im Spiel geschafft? Eins kann ich ja euch auch mal sagen, aber dazu habe ich jetzt nicht das richtige Spiel in der Hand. Und zwar bei Mario Kart Double Dash müsste ich noch bei dem Part was sagen. Ob dieses eine Gerücht wirklich stimmt. Da will ich euch jetzt nicht sagen, das zeige ich später in einem Mario Kart Double Dash Part. Also, welcher Part wird sein? Was haben wir denn zurzeit? Wir haben zurzeit die Parts. Ich habe zurzeit die Parts bis 11.
Da war ich Part 12. Muss mich nur daran erinnern. So. Und da fliegt auch schon hoch. Ja, was hat man schon mal ein Spiel so geschafft? Was habt ihr schon mal Besonderes in Spielen geschafft? Oder irgendwas Lustiges mal gefunden? Ein Glitch, ein Bug, keine Ahnung was. Ihr wisst ja, mein erstes Video, das ich hochgeladen habe. Warte, warte, ich will noch die Kapseln sehen. Aha, brauche ich jetzt nicht. Ich meine, das erste Video, was ich mal reingestellt habe, hier auf meiner Kanalseite, handelt ja von Spectrum of 2010. Ja, und da hat sich halt ein Spieler in eine Leiter geglitscht. Oder, naja, das nennt man Glitch, ne, Leute? Oder gebackt. Ne, Glitch, sag ich. Ja, das ist auch ein lustiges Erlebnis. Oh, was hatte ich noch für Spiele? Ich hatte auch mal SpongeBob-Spiele, Beispiel der Film oder. Oder für die GameCube der SpongeBob und. SpongeBob, wie ich es andere jetzt immer. Schlacht um Bikini Bottom, aber komplett auf Englisch. Und da ich erstmal. Was war ich da halt auch? Das war noch 8, 9 vielleicht. Und ich habe die SpongeBob-Spiele auch mal gegen. Ich hatte immer so schöne GameCube-Spiele. Na, und da ärgert man sich schon. Ich meine, ich kann jetzt hier, ich habe ein Video, aber ich kann jetzt alles auf einer GameCube aufnehmen. Hätte ich noch die Spiele gehabt, ich hätte das so gerne gemacht. Aber jetzt muss ich mal alles nachkaufen. Ja, ja. So ist es, Leute. So. Ich hoffe, wir sind hier bald mal am Ende. Mir wird warm, ich kann nicht mehr sprechen. Also, mir kratzt es am Hals. So. Oder mir kratzt im Hals. Nee. Mir kratzt im Hals oder. Mir kratzt im Hals am Hals. Ach, keine Ahnung. Ich habe Kratzen im Hals. So, sagen wir mal so. Oh, wie schmeckt das schöne Spielchen. Oh, was ist denn das? Ah, Mario! Pixel Mario. Ich bin ein kleiner Block. Ich blocke hin und her. Ihr seid so schlecht, ja so schlecht, ja so schlecht. Na kommt. Ihr seid schlecht. Aha, hab doch gesagt, ihr seid schlecht. Tschüss. So. Wir sind schon bei 8 Minuten, glaube ich. Ja, 8 Minuten. Ja, wie viele Runden noch? Eine Runde, null Runden. Ein, na, zwei Runden. Och nö. Da muss ich ja noch ein paar dann fangen. Oh, da ist ein Stern, aber wir haben ja drei. Ja, Leute. Oh, zum Beispiel Let's Plays. Ich meine, manche junge Leute machen auch Let's Plays mit einer Kamera oder keine Ahnung was. Es ist, manche sagen ja dazu, ja, sagt man dazu. Manche sagen sogar, hol den Videograbber, warte, keine Ahnung was. Hör lieber auf damit und ja. Meine. Ja. Ich meine, man sollte sich nicht von anderen einschüchtern lassen. Wenn ihr eine Kamera habt, einfach los damit. Macht eure Let's Plays, macht irgendwas mit Kameras. Stellt es der Welt frei. Ich meine, es ist ja nicht so, dass gleich jemand hinkommt und euch, vermöbelt, euch umbringt oder sowas. Das ist ja totaler Quatsch, Leute. Ich meine, es gibt eine Meinungsfreiheit oder eine Kamerafreiheit, da kann man machen. Man sollte natürlich jetzt nicht so Videos hochladen, wie nennt man sowas, wie. Film mir auch, nee, ist Duell, ne? Oh, nee, ne? Münzen. Vier Münzen. Ja, Leute. Jetzt sind wir doch so, was machen.
Da, warum gehe ich? Ich habe bis 12 Uhr geschlafen und 2:30 eingeschlafen. Oh Gott. Dann nehme ich den Lager, Alter. Okay, Leute, wir spielen Lagerhaltung. Mir fällt gerade auf, das ist ja hier die Arena gerade gewesen, wo sie gelaufen sind, die beiden. So, wir fangen mal mit dem Dreierklotz an. Dann nehmen wir den da. Das ist meiner. Und den Vierer auch mir noch. Nein! Oh, scheiße. Ja, den nehme ich. Oh, der ist gut. Den hier auch noch. Der ist auch gut. Komm, blau, blau. Irgendwas Blaues. Blau. Scheiße, nichts Blaues. Da, blau. Und blau, das blau, das blau. Da kann ich nichts benutzen, scheiße. Ich glaube, langsam muss ich fertig werden. Auch so ein blödes Gefühl, muss langsam fertig werden. Das nehme ich mir. Oh, scheiße, ein Block brauche ich noch. Ein Block. Scheiße. Leute, ein Block. Ein gelber Block. Komm her. Nein. Scheiße. Ah, egal, ich nehme den jetzt. Da war ein blauer Block, aber das ist mir gerade egal. So, und damit haben wir gewonnen. Wow, das war nochmal knapp. Und haben damit einen neuen Rekord. Jo, wir haben schon wieder 11 Minuten. Oh, ist ja toll. Und noch was. Und damit kriegen wir ganze 8 Münzen. Und Duell ist beendet. Okay. Und Mario ist dran. Ja, Leute, also, ich meine, auf YouTube zu sein, ja. Was ist daran schlimm, außer wenn die Klasse gerade, ja, dagegen hat. Was ja unsere, ja, guten Freund Battlemaster passiert ist. Hey, ja. Da bin ich mal aus Versehen auf die Seite gekommen, während jemand geguckt hat. Ach, weiß nicht, gerade schön. Ja. Aber ich meine, wenn Battlemaster gerade mal zuguckt, der ist zwar zur Zeit im Urlaub, aber naja, ist ja egal. Gegen wen macht er jetzt ein Duell, kann er sich aussuchen, ne? Ja, bestimmt, der hat einen Stern. Das war so klar, ne? Das war auch klar. Na ja, gut, dann gewinnen wir halt. Nehmen wir halt so einen Stern. Und zwar, wir spielen im nächsten Part Halte dein Gewicht. Och nö, ich hasse das Spiel. Okay, ich würde erstmal sagen, das war's für diesen Part. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Wenn es heißt Let's Play Mario Party 5 Party Modus Chamade von Ninjoshi Tendo. Bis dahin sagt ich Ciao, euer Ninjoshi Tendo.